Hallo und herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Schön, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. So, ich habe ein bisschen gesammelt, ein paar Bäumchen noch umgehauen, nicht viel, also wirklich ganz minimal, aber hier so ein bisschen die Fläche frei gemacht, denn hier soll jetzt ja unsere Jagdhütte hin. Ich hoffe tatsächlich, dass das alles so funktioniert und man nicht irgendwo gucken muss, dass auf jeden Fall Tiere in der Nähe sind. Ja, meine Hoffnung. Mal schauen. So, und jetzt klatschen wir das schon einfach hin. Genau. Bisschen am Wegesrand von hinten. Mal gucken, ob das irgendwie beeinflusst. Ich hoffe nicht. Schauen wir mal. Ne, und dann müssen wir mal gucken. Ich hatte überlegt, ob ich dann tatsächlich hier so in der Länge den Holzfäller hinpacke. Oder ja, doch, ich denke schon, dass ich das so ein bisschen hierhin tun werde. Nachdem wir ja sowieso schon so viele Gebäude bauen können, möchte ich das eigentlich auch gleich machen. Dann brauche ich mir keine Sorgen machen, dass das irgendwie nicht funktioniert. So, ich hoffe, ich passe dahin. So, das heißt, wir sammeln jetzt mal schnell die Rundhölzer ein. Ich habe hier mal ein paar Steine und ein paar Stöckchen gedroppt irgendwo. Warum sind die Rundhölzer da unten? Nein! Nein! Das ist nicht schön. Da sind die Stöcker. Das ist jetzt uncool irgendwie. Ja, manchmal passiert es und die Stöcker und die Rundhölzer verschwinden einfach in den Boden. Sehr schade, dass das so ist. Nervt manchmal schon ein bisschen. Aber gut. Kann ich jetzt leider nichts machen. Da müssen wir jetzt durch. Ich weiß gar nicht, was der Holzschuppen, wie viel ich brauche für den Holzschuppen. Ich nehme jetzt hier einfach mal die auf. Das sind jetzt 11 Stück. Hier, da ist noch eins. Wir gucken. Eigentlich ist es ja Quatsch, so viele mitzunehmen. Gewinnung. Genau, der Holzschuppen. Wir brauchen bloß 6. Aber dann hätten wir den schon mal im Prinzip so gut wie fertig. Ist halt ein bisschen ein längerer Weg. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn dann hier die Bäume dann auch wieder stehen und hier ein Weg nach hinten führt und man hier im Prinzip so ein bisschen, ja, ne, wie so ein Waldweg und dann so ein Zaun an der Seite. Ich denke schon, dass das dann durchaus, ja, seine Wirkung hat. Ja, jetzt gucken wir einfach mal. Da, und dann möchte ich eigentlich gerne, so, Gewinnung, der Holzschuppen. Der ist ja Gott sei Dank auch gar nicht so groß. Aber kann man den vielleicht dann einfach sogar dahin machen? Ich hoffe, das ist jetzt richtig rum. Ich finde den dann tatsächlich hübscher. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Der Hammer ist noch so weit in Ordnung. 8 Stroh brauchen wir noch. Okay, dann ist das Ding aber tatsächlich auch schon fertig. Super. Cool. Genau, dann machen wir hier jetzt die Rundhölzer. Die verbauen wir jetzt einfach mal, weil wir sie sowieso schon dabei haben. Achso, jetzt habe ich keine mehr. Hoppala, ich dachte, ich hätte noch welche. So, das heißt, wir holen uns jetzt die Stöcker, die hier liegen. Genau. Dann können wir da nämlich einfach schon mal so ein bisschen das Geflecht aufbauen. Dann holen wir das Stroh aus dem Ressourcenlager. Genau. Und dann noch die restlichen Rundhölzer. Es werden schon noch mal ein paar sein. Wir müssen auch garantiert noch mal ein paar Bäume holzen müssen. Ich halte so. Ne? Aber ich denke, lange dauert es nicht. Ne, das ist halt. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Wie viel an Ressourcengewinnung mit euch machen kann. Ne? Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, wenn du da so eine halbe Stunde hast, in der du eigentlich hauptsächlich nur Bäume fällst, dann ist das halt super uninteressant. Auf der anderen Seite denke ich mir, aber es gehört ja trotzdem irgendwie dazu. Ich meine, das macht das Spiel ja nun mal aus, ne? Dass man Holz fällt, dass man Steine hackt, dass man Eisen sucht, dass man in die Lehmgruben geht. Ich denke, es macht später schon auch nochmal so ein bisschen was aus, weil es dann
abwechslungsreicher wird, weil du einfach hier und da mal so ein bisschen machst. Ne, jetzt am Anfang ist es ja doch immer Steine sammeln und Holz fällen. Steine sammeln und Stöcker sammeln. Ne? Aber gut, ich denke, wenn man so eine gewisse Mischung macht mit so ein bisschen offline, ein bisschen online, dann geht es eigentlich schon. Genau. So, jetzt haben wir da ein paar Bäumchen gefällt. Ich denke, dich nehme ich jetzt noch mit. Ich hatte gerade das Gefühl, ist da jetzt irgendwas? Nee, ne? Ich dachte, da läuft gerade ein Wildschwein, denn das fehlt uns ja tatsächlich noch. So. Die Kiefer musste, die Fichte musste jetzt dran glauben. Das ist auch vollkommen in Ordnung. So, warte mal. Jetzt müssen wir bloß mal gucken. Da. Wie viel können... eigentlich solltest du nicht auf den Stein hauen. Ich verstehe nicht, warum er es nicht macht. Manchmal ist das echt schwierig. Manchmal sehe ich da nicht so richtig durch, wann er das macht und wieso er das macht und warum er es dann nicht macht. So, das und das. Jetzt müssten wir dann gleich auch überladen sein. Da ist auf alle Fälle noch ein Rundholz, das wir uns gleich noch mitnehmen. Genau. So, da müssen wir natürlich das Stroh noch holen. Das dauert jetzt noch kurz, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. So, einen kurzen Moment haben wir unseren Hammer noch. Leider nicht mehr allzu lange. Oh, aber ich glaube, tatsächlich haben wir die Wände jetzt dann wirklich schon fertig. Boah, cool. Ja, mir fehlt bloß noch das Stroh. Na dann, auf geht's. Auf geht's, ab geht's. Drei Tage wach. Die Steine nehmen wir gleich mal mit. Ja, dann müssen wir halt so ein bisschen gucken, welche Baumstämme dann vielleicht oder welche Bäume dann vielleicht doch dran glauben müssen. Denn ich denke, es wird schon auf dem Weg nach hinten, ich meine, so richtig zack, 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 ne? So ein Zickzack-Weg ist, glaube ich, nicht so die schönste Lösung. Ich habe nichts gegen Zickzack. Ich denke, es wird an einigen Stellen bestimmt schön aussehen, wenn es nicht ganz so zack und zack, ne? Aber auf der anderen Seite denke ich, es wird auch so den ein oder anderen Moment geben, da passt es anders halt doch besser. So, Stroh, halt, die Federn können wir da noch reinmachen erstmal. Das Stroh müssten wir hier eingepackt haben. Ich hoffe, es reicht. Ich bin mir gerade, ja, das passt. Cool, dann haben wir heute tatsächlich dann zwei Gebäude gleichzeitig fertig gemacht. Das erfreut mich sehr. Jetzt hoffe ich bloß, dass der Hammer noch so lange durchhält. Es wird langsam dunkel. Ja, das ist, ja. Gab schon schönere Momente. So. Ich denke, ich werde jetzt über die Nacht wieder versuchen. Oh, ach so. Ah, okay, da ist irgendwas, habe ich da unten jetzt. Kann man das sich anschauen? Nee, ne? Nee, ich weiß gerade nicht, was das jetzt... Also es hat halt was mit der Fähigkeit zu tun, die wir jetzt dazu gekriegt haben. Ne, hier diese Baubesessenheit, ne? Achso, wahrscheinlich stackt das dann halt tatsächlich, ne? Okay. Oder so. Technologie? Achso, weil ich die Jagdhütte jetzt habe. Genau. Können wir einen Bogen herstellen aus ein Rundholz und einen Leinenfaden. Hätte ich ja schon Lust drauf, ne? Würde mich aber mit den Pfeilen zusammen 150 Münzen kosten. Ich meine, oh gut, wir haben 320, ne? Da müsste man bloß mal gucken, wo man den Leinenfaden herbekommt. Ich glaube, Unigost hat welche. Sollte also sehr entspannt sein. Jeserica ist noch eine Quest, aber das ist mir jetzt so weit. So, dann machen wir jetzt hier mal die Jagdhütte noch fertig. So. Ach, tatsächlich, das... Nein. Das stackt halt. So, wo habe ich denn hier irgendwo... Ich habe es mir schon fast gedacht, ne? Ich dachte mir so, na, hält das eventuell... Hältst du es noch aus, der Hammer? Hätte ich auf mein Bauchgefühl gehört, hätte ich jetzt schon einen Hammer gehabt. Naja. So, ja, schnell den Hammer fertigstellen. Der müsste ja jetzt
Eigentlich wieder? Nee, leider nicht. Okay, dann müssen wir ihn wieder auf die 3 setzen. So. Super cool. Ich bin sehr zufrieden mit dem Fortschritt. Cool. Yeah. Jetzt brauchen wir nur noch ein Wildschwein. Sollen wir mal schnell gucken gehen? Vielleicht haben wir ja jetzt Glück. Wie viel? 1, 2, 3, 4. Okay, wir haben aber auch, also wir haben noch genug. Vielleicht haben wir ja jetzt Glück. Ja, es wird schon dunkler, ne? Man merkt es schon. Das wird, finde ich, auch ein bisschen schwieriger zu schauen. Wobei auch das Licht gerade wieder so ein bisschen blendet. Man muss dazu sagen, mein Tag ist heute schon sehr lang. Ich bin schon sehr lang auf dem Bein. Ich habe heute, oh Gott, meinen Erste-Hilfe-Kurs gehabt. Oh Gott. Okay. Und ja, da musste man sich schon ein bisschen konzentrieren und das ist jetzt doch schon ein bisschen lang her. Und naja, was soll's. Also heute, was ist heute? Samstag. Samstag ist heute. Die Folge kommt ja erst in, keine Ahnung, 3 Tagen, 4 Tagen, ich weiß auch nicht. So, geschafft! Yay, Kapitel 4 ist bestanden. Jetzt müssen wir Kapitel 5 noch machen. Ich werde jetzt mal noch ein paar Stöcker sammeln. Und dann, ja, eben halt nochmal so ein paar Holzlöffel herstellen, damit wir, ja, ein Stück weit weiterkommen, was das Geld angeht. Vielleicht mache ich sogar nochmal ein paar Messer. Mal sehen, wie ich das so hinkriege, ne? Vielleicht auch die ersten Steinpfeile. Ich werde also auf jeden Fall gucken, dass ich die Nacht vernünftig nutze. Und euch dann im Prinzip am Morgen wieder dazu holen, denn diesmal haben wir tatsächlich noch ein bisschen Zeit übrig, die ich gerne nutzen möchte. So. Dann bis gleich. So, hallo, da bin ich wieder. Ja, genau. Oh, so, ich habe jetzt tatsächlich viel länger Pause gemacht, wie ich wollte. Ich habe The Voice Kids geguckt und oh mein Gott, das ist so gut. Es macht so unfassbar gute Laune. Ach, schön, an diesem letzten verregneten Sommertag. Der Sommer war echt scheiße, oder? Also, es tut mir leid, dass ich jetzt YouTube verzeih mir. Aber ich war echt jetzt nicht besonders begeistert von diesem Sommer. Irgendwie? Naja, wir haben uns, ich habe 200 Löffel wiederhergestellt. Ja, bringt ja doch ein bisschen was an Münzen. Ich habe mir zwischendurch die Steinpfeile und den Bogen gekauft. Und genau, denn ich möchte jetzt tatsächlich dann doch mal anfangen. Ich würde mir dann auch gleich eigentlich den Bogen machen wollen. Das heißt, ich gehe jetzt mal nach hinten und ich werde jetzt unterwegs einfach mal, warte mal, nee, Quatsch, da, ne? Möchte dann unterwegs einfach mal so ein bisschen, kann man das hier eigentlich so schräg setzen? Ja, das kann man. So, einfach mal so ein bisschen. Mal gucken, ob das so gut ist, ob ich das jetzt so. Aber das ist halt, ne? Da hinten ist halt die Hütte und da ist halt nur dieser eine Baumstamm dazwischen. Wo ich jetzt einfach mal hoffe, dass der jetzt nicht weg ist. Nee, er bleibt. Schön. Ist cool, wenn der dann wächst. Geil. Cool. Mega. So, dann bekommst du hier noch ein. No. So. Schick. Es wird, Leute. Es wird. Ich finde es super toll. Gefällt mir sehr gut. So, ein Rundholz müssen wir mitnehmen. Eigentlich will ich nicht das mitnehmen, sondern ich nehme das andere dann mit von vorne. Hätte ich auch gleich machen können, aber egal. So, die Federn machen wir hier noch rein. Die Pfeile nehmen wir. Ich weiß gar nicht. Reichen 30 Steinpfeile? Naja, eigentlich schon, oder? Ich habe auch die Löffel vergessen. Ups. So, okay. Wir schnappen uns jetzt mal eben. Das ist eine Rundholz. Dann. Ich habe überlegt, ob ich noch schnell noch ein Haus hinzimmer. Was ich aber jetzt, glaube ich, nicht so. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Guck mal, die Fackel können wir hier eigentlich abbrennen lassen. Die ist eh schon rum.
Jetzt ist Ilka Beister. So, eins davon. Wobei ich mir eben halt noch nicht so richtig sicher bin, ob das jetzt halt schon das Wahre wäre. Was wir tun könnten, wäre, dass wir sagen, wir schnappen uns halt mal hier. Keine Ahnung, wir sind jetzt halt ein bisschen langsam. Löffelchen, könnte ich euch mal kurz eben. Das war jetzt doch Quatsch, oder? Wo ist denn der Löffel da? Warte. So. Genau. Nicht weglaufen. Erks. Können wir da schon. Ach nee, das können wir noch gar nicht. Da fehlen uns noch die Technologiepunkte. Schade, aber es ist nicht schlimm. Ich glaube tatsächlich, dass es Sinn machen würde, hier neben der Werkstatt schon mal was hinzubauen. Ja, das ist super. Ist vielleicht ein Stück weit blöd, weil es jetzt doch relativ nah am Weg ist, aber ich kann mir vorstellen, dass wir das dann auch irgendwann wieder abreißen und ein größeres hinbauen. Aber hier könnte man halt tatsächlich zumindest schon mal einen Holzfäller und einen Sammler oder irgendwas reinsetzen. Die haben dann halt nicht einen ganz so weiten Weg. Ich denke, das kann man schon machen. So. Jetzt. Habe ich noch Unterhalter? 3. Oh. Entschuldigung. einen brauche ich ja für einen Bogen. So, jetzt schnappen wir uns mal unsere Löffelchen. Flitzen ab nach Gedönskins. Wisst ihr was? Nee, wir gehen nach Denika. Denn mit Alvin können wir, glaube ich, eh noch nicht sprechen, oder? Können wir inzwischen sprechen mit Alvin? Doch, wir können wieder mit Alvin sprechen. Ich glaube, ich gehe doch mal. Wir laufen dann jetzt mal ein bisschen hin und her. Na gut, dann holen wir uns halt beim Unigost den Leinenfaden. Cool ist halt, dass wir uns dann den Bogen dann auch zügig herstellen können. Ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen dann aber nochmal zurück zur Jägerhütte. Ich glaube tatsächlich, das können wir nur dort machen. Macht nichts. So, und dann dürfen wir uns langsam mal Gedanken machen, wo wir die Scheune hin platzieren und die Felder platzieren. Ich hatte ja so ein bisschen überlegt, dass halt... Hallo! ich habe vergessen zu essen. Hervorragend. Ich hatte ja tatsächlich so ein bisschen überlegt, ob ich das eben halt am Bach mache, ne? Also wenn man jetzt so mal guckt, da habe ich, also ich habe das jetzt doch relativ weit links angefangen. Habe dann überlegt, ob ich das hier dann halt so hinziehe mit dem Fluss. Dann wäre tatsächlich die Überlegung, ob man die Scheune eigentlich irgendwie hier hinbaut oder halt dahin und dann die Felder drumherum. Ich glaube, das funktioniert. Das Problem ist, ich bin mir noch nicht so richtig bewusst, wie die Wichtigkeit der Weglänge ist. Wie wichtig ist es, dass die Mitarbeiter möglichst kurze Wege haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht unwichtig ist, dass man schon darauf achten sollte. Aber inwieweit kann ich nachlässig sein? Ja, ich weiß zum Beispiel, dass es schon besser ist, wenn man neben den Produktionsgebäuden oder sehr nah dran die Häuser hat, in denen die produzierenden Menschen auch drinnen leben. So, aber ich habe ja auch irgendwo das Ressourcenlager und irgendwo das Nahrungsmittellager, aus dem sie sich bedienen wollen. Wie weit kann ich das halt zwischen, ne, so, also diese Zickzack-Wege dann im Prinzip, ja, so dieses, okay, der braucht ja seine Werkzeuge, sein Brennholz, da muss er ins Ressourcenlager. Die Optimierung, die fällt mir jetzt gerade tatsächlich noch ein bisschen schwer. So ein Stück weit bereue ich auch den Standort. Ich glaube, er war doch nicht so klug gewählt, da halt einfach auch die Wege für die Holzbeschaffung ein bisschen lang sind. Allerdings hoffe ich, dass wir das mit unseren zukünftigen Mitarbeitern dann, irgendwo doch dann kompensieren können. Mal gucken.
Leinenfaden. Dann nehme ich jetzt mal einen mit. Der hat mich tatsächlich 100 gekostet. Scheibenkleister, da habe ich nicht aufgepasst. Egal, wir kriegen das jetzt Ganze ja wieder rein. So, genau, da haben wir das jetzt gemacht. Steinpfeile habe ich schon. Das ist in Ordnung. So, und jetzt müssen wir natürlich noch mit Alvin sprechen. Der ist auf dem Weg nach da oben, ne? Genau, und dann ist es ja auch so, dass ich schon gerne irgendwo auch ein Stück weit dekorieren möchte. Ich möchte natürlich irgendwo die Zäune setzen und hier mal ein Tischchen und ein Stühlchen und kann, ja, so alles halt, was es irgendwo nochmal ein bisschen ansehnlicher macht. Auch für mich. Lange nicht gesehen, ja, hi. Wie kann ich dir denn helfen? Fallibo. Achso, ja genau, das war das mit der Sense. Dann flitzen wir jetzt mal rüber und wir haben ein paar Münzen gekriegt, die wir bei Fallibo lassen können, weil wir da irgendwas kaufen müssen. Abholen müssen. So rum, ne? Genau, da schwimmen wir jetzt auch einfach mal direkt drüber und trinken mal was. Da wir uns ein bisschen verdürsten. Ja, essenstechnisch müssen wir dann gleich mal gucken. Kannst du mal ein bisschen schneller laufen? Dankeschön. Genau, also das ist alles noch so ein bisschen so, ja. Ja, schwierig. Nicht unmöglich. Alles machbar. Ich setze viele Hoffnungen in meinen Holzfäller. Also der wird auch gut bedacht sein, wen ich da halt als erstes reinstecke. Ja, aber vielleicht ist das auch gar nicht so schlimm. Vielleicht macht es das sogar aus, dass es dann nimmt halt. Ne? So, Fallibo, hier guck mal, das sind die Münzen. Genau. Und ich könnte mir hier die Schaufel kaufen, ne? Genau. Ich würde, also ich nehme mir die jetzt auch einfach, ich nehme mir eine mit. Denn ich denke, es gibt schon ein oder zwei Bäume, wo ich sage, die wären halt schon cool, wenn die nicht da stehen, wo sie stehen. Aber hier, genau das ist das, was ich eben halt so cool finde, ne? Die haben hier halt einfach so ein kleines, umrahmtes Grundstück. Und genau das ist das, was ich halt eigentlich möchte. Ne, sondern jetzt habe ich natürlich die Werkstatt und das eine Haus relativ dicht an die Straße vorne gestellt, aber gut, da muss man dann einfach mal schauen. So, jetzt gucken wir mal hier die beiden. Du bist gut im Craften und du bist gut in Landwirtschaft und du bist gut in Gewinnung. Gustava, 50%. Ach, na toll, genau das erwischt, was ich nicht haben wollte. Ida. Hallo. Wie ist die Arbeit? Du magst es auch nicht. Ach Leute, kommt schon, ne? Achso, der darf nicht mit mir reden, weil er halt aussieht wie ein alter Mann, aber erst 14 ist. Okay, Lorelei, hi. Schönes Wetter. Das sind plus 5. Das ist total cool. Schönes Wetter. Schönes Wetter. Okay, gut. Tut mir leid. So. Aber ich bin schon verheiratet. Na gut. So, da ist noch der Wollrad. Der ist in Craften gut und alles andere kann er auch so einigermaßen. Wir gucken mal. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Na Gott sei Dank. Dann, oh, guck mal. Da habe ich jetzt Glück gehabt. Da habe ich jetzt nicht richtig aufgepasst. Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Ja, 80%. Sehr schön. 85%. Okay. Wollrad, ich glaube, du bist dann vielleicht, wenn du tatsächlich im Herbst auch noch hier sitzen solltest, bist du wahrscheinlich unser Mann. So, jetzt geht's wieder zurück zum lieben Alvin. Genau. Und jo. Flitzen wir mal. Es ist einfach so ein traumhaft schönes Spiel. Einfach unglaublich, ne? Ist schon toll. Es macht einfach wahnsinnig Spaß. Diese harmonische Musik, dieser Ausblick. Ja. Einfach cool. So. Hopp und zack und ab die Bohne. Wir nehmen mal hier kurz... sind die Beeren noch dran? Ja, da waren gerade welche, aber
Shit. Ich verspüre so ein kleines Hüngerchen. Merkt ihr das? So, Alvin. Wo bist du denn, mein Gut? Hast dich hier gerade irgendwie da? So. Ja, hab ich gemacht, ne? Ich darf den Rest behalten, das ist super. Gut, schön. Dann haben wir das jetzt geschafft, dann müssen wir bis zur nächsten Jahreszeit warten. Dann flitzen wir jetzt mal zurück und dann stelle ich mir den Bogen her und dann freue ich mich auf unsere erste Jagd-Session. Wobei wir uns natürlich vorher noch um die Scheune, um ein Häuschen kümmern müssen. Also es gibt noch, durchaus sehr viel zu tun. Was ich mich jetzt gerade so ein bisschen frage, 16... Okay, wir können ein paar Mundhölzer mitnehmen tatsächlich. Ich glaube, das würde ich sogar machen. So, oh Maultier. Das nehme ich doch gleich mit. Kann ich noch einen Punkt nehmen? Nee. Hey, cool. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich noch ein paar Kilo mehr mitnehmen. Keine Ahnung, was ich da gerade gesehen habe. So, ein paar Bärchen mitnehmen, die wir jetzt dann auch gleich uns ein bisschen zwischen die Kiemen schieben. So, warte mal. Genau. Ja, Wasser ist halt voll, aber das andere halt nicht und deswegen... So. Gucken wir mal hier unten, dass wir irgendwie ein oder zwei Bäumchen mitnehmen. Das Schöne ist, die wachsen ja auch gut nach. Ich würde jetzt aber tatsächlich... Ja, genau. Ahorn würde ich mitnehmen. Sehr gut. So, dann sieht das nämlich auch gleich wieder viel besser aus. In unserer Anzeige und jetzt. Genau, dann nehmen wir gleich noch einen zweiten mit. Die müssten wir eigentlich schon tragen können. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass es an unserer Position halt doch etwas schwierig ist mit der Beschaffung von Holz, solange wir noch keinen Holzfäller haben. Dafür brauchen wir halt erstmal das Holz. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal so ein bisschen unterwegs dafür sorgen, dass wir immer mal wieder was mitnehmen. Genau. Schön. Jetzt gehen wir wieder auf den Weg zurück. Ich habe ein bisschen Respekt vor den wilden Tieren. Auf der anderen Seite würde ich gerne nochmal ein paar Bärchen mitnehmen. Sollten wir unterwegs welche finden. Und ich meine jetzt nicht die Bären, sondern die Beeren. Genau. So, jetzt gucken wir hier mal. So, ja. Hallo, danke. Mhm. Na, das ist doch schon mal was. So, gut. Oh, jetzt sind wir überladen. Das ist nicht gut. Jetzt, perfekt. Yay. Schnell zurück nach Haus. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir die Beeren auf jeden Fall auch raustun, ne? Sonst können die natürlich nicht verrotten und wir können dann keinen Dünger herstellen. Und kann man tatsächlich, eigentlich müssten wir doch jetzt dann, wenn wir die Scheune hergestellt, also wenn wir die Scheune gebaut haben, sollte das doch eigentlich funktionieren, dass wir dann, im Herbst unsere Felder mit unserem ersten eigen hergestellten Dünger bestücken können. Hoffe ich. Also ich bin der Meinung, das müsste eigentlich gehen. Wir brauchen nur dieses Verrottete. Ich weiß gar nicht, was wir noch brauchen. Ja, ich lasse mich überraschen. Genau. Jo. Ja, es ist schon eine schöne Stelle. Es ist schon eine schöne Stelle. Herrlich. So, da sind wir nun. Zuerst schmeißen wir die Beeren raus. Und zwar, wie viel habe ich jetzt hier? 50, 51. Warte mal, wir machen das anders. Ich stelle mich sonst doof an. So, und dann machen wir mal die 200. Genau, die 200, die schmeiße ich jetzt einfach mal hier auf den wundervollen Boden. Oder können wir sie hier sogar auf die Kiste packen? Ich weiß es nicht. Jetzt. Ja, cool.
So, dann müssen wir natürlich dann gleich hier weiterbauen. Unsere ganzen Rundhölzer, die wir gesammelt haben. Ich mache jetzt noch kein besser gebautes Haus. Sie werden dann zwar ein bisschen mehr Brennholz brauchen. Ja, okay. Aber das finde ich jetzt gerade erstmal nicht ganz so schlimm. Mal gucken. Ich möchte eigentlich erstmal hauptsächlich schnell vorankommen und mir die ersten Leute halt dazu holen. Und ich habe jetzt tatsächlich das Rundholz ausgegeben, ne? Schlau wie ich bin, dann muss ich mir halt eins hier holen. So, das heißt, wir können jetzt einen Bogen herstellen. Boah, cool. Schön. Ich freue mich. Ja, herrlich. Supi. So, und dann können wir uns den Bogen da reinsetzen. Jetzt müssen wir ein bisschen umswitchen. Genau. Ich hätte halt gern die Speere schon noch so ein bisschen, ja, zur Sicherheit. Und dann, ey, komm, jetzt, ne? Achso. Wir müssen die Pfeile noch nehmen. Ich meine, jetzt müssen wir schon, ne? Jetzt müssen wir. Scheiße. Mist, der hat uns gehört. Psst. Oder war das ein Wolf? Weiß es nicht. Ich weiß, hier oben gibt es tatsächlich welche. Achso, los. Der Fuchs. Der Fuchs interessiert mich nicht. Oh, schade. Nicht ganz getroffen. Das war ein guter Schuss. Hätte auch gleich so sein dürfen. Na, immerhin getroffen, ne? Mal gucken, ob wir den gleich noch finden. Super. War schön. Finde ich gut. So, da hinten, da hat er den einen Steinpfeil verloren. Weil ich möchte ja schon auch irgendwann gern mal so ein Stück weit mit den Punkten auch vorankommen. So, wo bist du denn jetzt? Da bist du. Mist, ich sehe nicht. Ah, shit. Du, da ist ein Fuchs. Da ist auch nochmal ein Fuchs. Nicht, dass ich jetzt dann halt da reinlatsch in irgendeinen Wolf. Da ist er gefallen. Am Wegesrand. So, hallo, servus, du kleiner, großer Hirsch. Ja, krass, cool. Na, ich habe mich doch gar nicht so doof angestellt. Nur ein bisschen. Okay, ja. Ihr Lieben, das muss es für heute leider gewesen sein. Ja, ich bin auch ein bisschen traurig darüber, aber es ist halt schon echt spät. Es ist gleich Mitternacht und ja, ich möchte halt doch nochmal so ein Stündchen schlafen. Genau, aber ich fand es super cool, es hat super viel Spaß gemacht und freue mich, dass ihr dabei wart. Und ja, ich hoffe, euch auch in der nächsten Folge wiedersehen zu können. Das wäre total super. Und jetzt lasst euch auf jeden Fall gut gehen. Bleibt auf jeden Fall gesund, bitte. Und dann, ja, macht's mal gut, ihr Lieben da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.